Zwei Baustellen sind nun auf dem Wasserquintett-Radweg von Remscheid nach Marienheide fertig geworden. Zum einen ist es der Chrom-Ohler-Tunnel, den sehen wir hier gerade im Bild. Hier ist eine Fledermausdecke eingezogen worden und der Tunnel ist nun beleuchtet. Wir fahren mal durch. Zum Zweiten ist die Brücke über die Klosterstraße nun endlich fertig geworden. Mit dieser Brücke entfällt die Fahrt vom Stadtrand ins Zentrum über eine vielbefahrene Landstraße. Der Radweg endet so nun am Bahnhof in Marienheide.